Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen schnellen DaVinci Resolve Tutorial. Ich will dir heute mal zeigen, wie du solche Thumbnail ganz einfach selber in DaVinci Resolve erstellen kannst. Ich nutze es immer öfter, dass ich meine Thumbnails direkt in DaVinci Resolve erstelle, weil einfach so viele coole Funktionen in Resolve mit drin sind, dass ich da oftmals schneller bin, wie wenn ich das in Photoshop machen würde. Wie ich jetzt so ein Thumbnail hier erstelle, wie ihr das hier oben seht, das schauen wir uns heute an. Dafür habe ich mir jetzt schon mal einen Clip hier nach hinten gezogen. Ihr seht, da ist ein Marker drauf, also wer das nicht kennt, mit M kann man hier Marker setzen und da suche ich mir in der Regel erstmal einen Frame aus, der für mich passend erscheint. Im Anschluss gehe ich dann in die Color Page. Ich ziehe mir dann hier hinten schnell einen Color Space Transform drauf. Das Ganze ist hier mit einer Sony gefilmt. So, S-Log 3, dann ist der schon mal korrigiert. Dann mache ich halt hier vielleicht noch so ein bisschen meine Basic-Anpassungen. Das soll ja ein Thumbnail werden. Dementsprechend kann man hier schon ein bisschen mit Sättigung und Kontrast übertreiben, finde ich. Das soll ja auch so ein bisschen rausstechen. Jetzt füge ich mit Alt-S einen weiteren Node ein. Ich will hier im Hintergrund das Grün noch ein bisschen stärker machen. Deswegen werde ich jetzt als allererstes mal hier in diese Maske wechseln, die Magic Mask, und nehme hier die Personenmaske, wähle mich hier mal aus, so, und dann sehen wir schon, dass das ganz gut geklappt hat. Wir wollen die Anpassungen ja auf den Hintergrund machen, deswegen drehen wir die Maske um und ich nutze jetzt hier mal den Color Warper, um das Grün mal so richtig knallig zu machen. Was ich außerdem noch machen will, ist den Hintergrund noch ein bisschen zu blurren, so, das seht ihr. Das kann man auch relativ easy machen, nicht zu viel, dass es nicht zu künstlich ausschaut. Jetzt will ich mir hier noch einen Text dazu einfügen. Ich kopiere mir den hier einfach mal rüber. Jetzt habe ich hier den Text und der soll dann hinter mir sein. Jetzt nehme ich mir diese Ebene und halte die Alt-Taste gedrückt und ziehe den Clip einfach mal nach oben. Und dann sehen wir schon, okay, wir haben jetzt gar nichts gewonnen, weil wir haben jetzt hier unten die Bildebene, dann die Textebene und dann nochmal die Bildebene. Und jetzt werden wir hier das Ganze relativ einfach noch weiter bearbeiten. Ich mache nochmal einen weiteren Serial Node und auch hier werde ich jetzt wieder zu der Personenmaske wechseln. So, einigermaßen ausgewählt und wir schauen mal, wie das funktioniert hat. Eigentlich ganz gut. Und das Ganze funktioniert auch mit den ganz normalen Tools hier. Also ihr könnt hier auch einfach so einen Pfad außenrum zeichnen und so. Aber wenn man die Studio-Version hat, dann ist das halt sehr easy damit durchzuführen. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch ohne die Studio-Version machen. Jetzt will ich, dass nur ich übrig bleibe. Ich will alles andere wegschneiden. Und jetzt bin ich ja schon hier selektiert. Und dementsprechend kann ich hier meinen Alpha-Output reinlegen, den verbinde ich hier mal. Hier ist diese Maske drauf, die verbinde ich einmal hier mit dem Color Space Transform und zack, schon seht ihr, ist es hier alles durchsichtig geworden, was nicht markiert ist. Die Alpha-Information vom Bild, also die Transparenzinformation, die ist immer in Blau dargestellt und jeder Node hat diese Information. Und weil wir hier jetzt die Maske erstellt haben, wo ich eben selektiert bin, ist auch alles Weitere dann nicht ausgewählt auf dieser Bildebene. Das heißt, wenn ich die jetzt hier weiter verbinde bis zum Ende, dann wird halt hier nichts weiter bearbeitet, außer das, was hier zuletzt markiert wurde. Ihr seht hier schon, da könnte man noch ein bisschen nacharbeiten, damit es ein bisschen schöner ist. Aber für so ein Thumbnail ist es vollkommen in Ordnung und es geht halt super schnell. Jetzt zum Schluss wollen wir das natürlich noch exportieren. Deswegen gehe ich nochmal in die Color Page. Ich blende mir hier die Gallery ein. Und jetzt mache ich noch einen Rechtsklick, Grab Still. Dann habe ich hier dieses Bild. Da kann ich einen Rechtsklick drauf machen und das Ganze dann als JPEG exportieren. Jetzt noch kurz Daumen hoch und Abo da lassen, wenn euch das Video was gebracht hat. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder.